herzlich willkommen zum wöchentlichen Rückblick und den Neuigkeiten zur Entwicklung über Star Citizen. Hier sind Diverse News. Die aktuelle Live-Version ist immer noch die 3.16.1 und die Alpha 3.17 befindet sich zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch im PTU der Welle 1. Aber das kann sich mit jedem Patch-Update ändern. Mal gucken, ob das PTU dann erst in eine zweite Welle geht oder gleich für alle geöffnet wird. Das schauen wir einfach mal. Aber da kann ich euch dann auch im Community-Tab auf YouTube noch auf dem Laufenden halten. Bevor es losgeht, kommen wir zur Kategorie kurz und knackig. Die wohl größte Ankündigung in dieser Woche war im PU Monthly Report im ersten Abschnitt zu lesen. Und zwar hat Cloud Imperium Games hier nebenbei einfach mal rausgehauen, dass Pyro dieses Jahr wahrscheinlich noch erscheinen wird. Ja, das ist meine Ansage. Ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ernst man das nehmen sollte, aber so wie es da steht, ich blende euch das hier ja gerade ein, seht ihr selber, ne, da steht, dass Pyro dieses Jahr noch kommt, unter anderem. Naja, gut, da nehmen wir das erstmal so mit. Dann gibt es zurzeit auf dem Sternenwanderer und der Star Citizen Kantine einen Screenshot-Wettbewerb, an dem ihr teilnehmen könnt. Die Einsendephase ist vom 1. April bis zum 15. Mai und abgestimmt wird dann vom 15. Mai bis zum 29. Mai. Und hier gibt es noch ein paar Infos für euch. Helm ab, Augen auf, zückt die Kamera und den Finger immer schön am Auslöser. Herzlich willkommen beim gemeinsamen Screenshot-Wettbewerb von Sternenwanderer und Star Citizen Kantine. Aber Achtung, das ist kein normaler Contest. Hier brauchst du eine Idee, einen Plan und das notwendige Quäntchen Glück. Wir küren die besten Motto-Shots, sei es nun der malerischste Sonnenuntergang, die perfekte Explosion oder das tollste Landschaftspanorama. Zeig's deiner Community mal wieder so richtig, warum Star Citizen das schönste Spieleuniversum aller Zeiten bietet. Und lass es uns durch deine Augen sehen. Als Belohnung winkt dir Ruhm und Ehre. Die schönsten von der Community gewählten Shots werden prominent präsentiert. Du willst wissen, wie du mitmachen kannst? Dann schau jetzt unter www.sternenwanderer.org oder unter www.starcitizen-kantine.de vorbei. Viel Glück da draußen am Abzug, Sternenbürger! Ja, wunderbar, macht da auf jeden Fall mit. Dann der letzte Punkt auf der Agenda von Kurz und Knackig ist, dass in der nächsten Woche die Diverse News leider ausfallen werden. Und warum ist das so? Ja, der eine oder andere kann es sich sicher schon denken. Der Sitgo ist damit beschäftigt, Eier zu suchen. Ne? Denn es ist Ostern und da werde ich mich nicht vor den Rechner klemmen und der Familie sagen, passt mal auf, ihr könnt das lecker Osteressen alleine essen. Soweit kommt das noch. Deswegen, nächste Woche fällt es aus und in 2 Wochen sehen wir uns an dieser Stelle dann wieder. So, was schauen wir uns diese Woche noch an? Durch meine Krankheit sind ja viele Sachen ausgefallen. Ich habe ein paar Sachen noch mit reingeholt, die ich interessant fand und das ist dabei rausgekommen. Wir gucken auf den Alpha 3.17 Patchwatch aus dem Spektrum. Da gab es 2 Einträge zu. Die schauen wir uns an. Da gab es den eben schon erwähnten PU Monthly Report. Dann gab es vor 2 Wochen ein Star Citizen Live mit dem EU-PU Gameplay Feature Team. Das Ganze wurde uns von unserem lieben Korrespondent Kahn ins Deutsche übersetzt für euch. Dann gab es die April 2022 Subscriber Promotion Flares. Die schauen wir uns an. Und natürlich gab es wieder ein Inside Star Citizen sowie ein aktuelles Star Citizen Live. Ihr seht, die Agenda ist voll, wir legen los. Wir starten mit den Alpha 3.17 Patchwatch, den findet ihr im Spektrum, da gibt es 2 Einträge, die Links dazu findet ihr selbstverständlich in der Videobeschreibung. Wir fangen mit dem ersten an und dem Thema FPS Weapon Refactor. Dies ist Teil der laufenden Überarbeitung, um die prozeduralen Animationen natürlicher erscheinen zu lassen, wenn man Waffen in der FPS-Ansicht hält. Für die Alpha 3.17 haben wir die Werte für das Schwanken und den Rückstoß der Waffen bei einer Vielzahl von Gewehren, SMGs, Schrotflinten und Scharfschützengewehren angepasst. Jetzt bewegt euer Charakter seine Hände und Waffen auf eine ästhetische Art und Weise und bietet etwas von dem Gewicht und der Bewegung, die ihr von der Waffe in Star Citizen erwarten könnt.
Außerdem haben wir auch den Rückstoß und das Verhalten der Waffen aktualisiert. Ihr könnt also erwarten, dass sich einige der Waffen viel schwerer und durchschlagskräftiger anfühlen und sich ganz anders verhalten als zuvor. Zum Beispiel ist die Gallant Rifle jetzt ein tödliches Gewehr mit 3 Schuss und einem optionalen 5-Schuss-Stoß mit längeren Schussabgabezeiten. Zweiter Punkt nennt sich Turret Acceleration. Wir haben eine realistischere Beschleunigung für die Bewegung von Geschütztürmen eingeführt. Geschütztürme erreichen jetzt nicht mehr sofort die maximale Geschwindigkeit, sondern beschleunigen auf diese zu. Der dritte Punkt nennt sich Ship Positional Desync. In Alpha 3.17 haben wir ein Netzwerk-Update hinzugefügt, um die Desynchronisation von Schiffen zu reduzieren. Wir haben festgestellt, dass Schiffe desynchronisieren, also haben wir Änderungen vorgenommen, um die Zeitverzögerung bei der Vernetzung zu reduzieren, sodass die Schiffe näher am richtigen Zeitpunkt synchronisiert werden, was viele sichtbare Desynchronisationsprobleme reduzieren sollte. Im Vergleich zu Alpha 3.16 sollten Sie das Gefühl haben, dass die Blickrichtung und Position der Schiffe anderer Spieler viel genauer sind. Genau, da arbeiten sie ja jetzt schon wirklich seit mehreren Patch-Versionen dran, dass dieses Düsenproblem verbessert wird. Wir werden uns das Ganze, wie alle anderen Punkte hier natürlich auch, selbst alles noch im PTU angucken, bevor das Ding dann irgendwann live geht. Und auch im Live werden wir uns das natürlich jederzeit angucken. Gerade das Düsenproblem, das wird uns sicherlich auffallen, wenn es da Verbesserungen gibt. Kommen wir zum nächsten Punkt, dem Air Traffic Control, ATC Landing. Das hatte ich euch ja bereits im PTU gezeigt. Wir haben eine Keybind Option hinzugefügt, um ATC-Landungen, also Air Traffic Control, anzufordern. Diese muss allerdings erst belegt werden und ist standardmäßig nicht belegt. Um eine Tastenkombination zuzuweisen, starten Sie das Spiel, klicken Sie auf Option, Tastenkombination und dann auf erweiterte Steuerungsanpassung unten links. Unter Flight Movements finden Sie die Option Request Landing, hatte ich euch ja aber schon in der ersten Episode der 3.17 Tutorials gezeigt. Weiter geht's mit Player Enduring Polishing Pass. Wir haben das Verletzungssystem überarbeitet, um die Wahrscheinlichkeit von Verletzungen bei wiederholten Kampfbegegnungen zu erhöhen und die Chance auf einen sofortigen Tod zu verringern. Es gibt jetzt eine skalierte prozentuale Chance, eine frühere Verletzung auszulösen, wenn ein Körperteil Schaden erleidet. Dies wird jedes Mal bewertet, wenn das Körperteil zusätzliche Abnutzung erhält und hat eine kurze Abklingzeit zwischen den Auslösen, um zu verhindern, dass es zu häufig vorkommt. Ja, hier gibt es ein paar Anpassungen zur Verletzung. Wenn wir irgendwo runterspringen zum Beispiel und das zu oft machen, dann kann es halt sein, dass wir uns dann eher das Bein brechen, als wenn wir das erste Mal machen. So verstehe ich das zumindest. Aber auch das werden wir uns natürlich angucken. Der Zustand der Blutung wurde aktualisiert und ist nun weniger schwerwiegend. Zuvor blutete jedes Körperteil einzeln und kumulierte den Schaden. Aufgrund von Rückmeldungen, dass dies zu schwerwiegend war, verhindert der Zustand Blutung nun den Stapel und seine Schadensrate wurde reduziert. Die Blutungsfunktionalität wird sich wahrscheinlich zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal ändern, um von Verletzungen beeinflusst zu werden, aber im Moment entspricht diese Änderung besser der beabsichtigten Spielerfahrung. Ja, das Ganze wird natürlich noch im Laufe der Zeit gebalanced. Wir müssen natürlich immer gucken, dass wir spielen können und da reagiert dann halt Cloud Imperium Games drauf, dass es auf der einen Seite halt nicht zu nervig wird, aber auf der anderen Seite natürlich auch so sein soll, wie es dann letztendlich halt gedacht war. Kommen wir zum nächsten Punkt, Balancing Update für Hunger- und Durstraten. Das hatte ich euch ja auch schon in der zweiten PTU-Folge gezeigt. Hunger und Durst sind jetzt etwas aggressiver und der Spieler benötigt etwas weniger Zeit, um zu verhungern und zu dehydrieren. Aktionen wie Sprinten, Springen, Schlagen und so weiter haben jetzt ebenfalls einen leicht erhöhten Effekt auf Hunger und Durst. Diese Änderung bringt uns näher an die beabsichtigte Erfahrung heran, da Inventarspeicher und damit leichter Zugang zu Essen und Trinken verfügbar sind. Genau, und darüber hinaus, hatte ich euch ja auch schon gesagt, bleibt das Ganze jetzt sessionübergreifend bestehen. Also der Hunger und der Durst, der geht nicht weg, nur weil er euch auslockt. So, kommen wir zum zweiten Patch-Watch-Update und das geht los mit Turret Stagger Rework.
Und wie ich das verstehe, geht es hier, glaube ich, um diesen Stagger-Modus, dass ihr, wenn ihr in einem Turret sitzt, könnt ihr ja umschalten auf Stagger-Modus und das ist dann halt, dann schießen die Waffen halt abwechselnd. Nicht gleichzeitig, sondern abwechselnd. Das halt ein bisschen Vorteile gegenüber der Energieverwaltung. Und hier gab es so ein kleines Update. Kann aber auch sein, dass ich das alles falsch verstehe, aber ich glaube, das ist damit gemeint. Zuvor wurden alle Waffen nach Waffengruppen gestaggert. Ich nenne das jetzt mal gestaggert, weil übersetzt heißt das gestaffelt und ich finde, das passt nicht so wirklich, ne? Deswegen werde ich das mal so ein bisschen denglischen. Wobei die Waffe mit der geringeren Drehzahl die Staffelungsrate vorgab, also diese Stagger-Rate. Jetzt werden die Waffen nach Waffentyp und nach den Waffengruppen gestaggert. Dieses bedeutet, dass die Staggerungsrate für jeden Waffentyp innerhalb einer Gruppe berechnet wird. Allerdings werden nur Waffen bis zu einer Feuerrate von 750 Umdrehungen pro Minute diesen Effekt haben. Für Waffen mit höheren Drehzahlen macht eine Staggerung keinen Sinn, da die Staffelungsrate, also dieses Staggern, zu hoch ist, um einen Unterschied zu merken. Außerdem können Piloten jetzt ihre Waffen zusammen mit Turmschützen staggern. Es gibt derzeit keine Standardtastenbelegung für gestaggertes Feuern in zugewiesenen Piloten sitzen. Ja, das macht natürlich Sinn, ne? Denn umso schneller die Waffe feuert, irgendwann macht das auch keinen Sinn mehr, ob die jetzt abwechselnd schießen, das ist dann irgendwie ein Strahl. Aber wie gesagt, ich glaube, dass das mit dem Staggern ist. Ich bin mir da aber nicht hundertprozentig sicher. So, der nächste Punkt ist Cluster Missiles und das ist ein ziemlich cooler Punkt. Cluster Raketen starten nun wieder ihre Mini-Raketen, wenn sie sich ihrem Ziel nähern, unterhalb einer bestimmten Zeit bis zum Einschlag. Ich wusste gar nicht, dass es das schon mal anscheinend gab, weil hier steht wieder, aber irgendwie hatte ich gar nicht im Kopf, dass es das mal gab, dass es so kleine Mini-Raketen aus einer großen Rakete rauskommen. Ja, aber das könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, ob das wirklich schon mal drinne war. Ich habe da irgendwie nichts im Kopf. Naja, egal. Jetzt ist es auf jeden Fall wieder da. Oder dann da. Wenn sie nicht abgeschossen wurden oder ihr Ziel verloren haben, werden sie ihre Mini-Rakete nach ein paar Sekunden abschießen. Außerdem versuchen Raketen ohne Ziel nun gerade zu fliegen, anstatt ihren Drehimpuls beizubehalten. In Klammern, sie sollten also nicht mehr im Kreis fliegen. Ja, das klingt doch alles auf jeden Fall erstmal sehr cool. Nächster Punkt, Quality of Life Changes. Hier geht's los mit IFCS, was so viel heißt wie Intelligent Flight Control System. Der Nachbrenner eines Schiffes entleert sich jetzt nur noch dann, wenn er tatsächlich arbeitet, während die Aktivierung des Tempomats im entkoppelten Zustand den gekoppelten Modus erzwingt. Ja, weiß ich nicht genau, was damit gemeint ist, aber ich denke mal, das wird irgendwas im Schiff sein, was wir irgendwann mal merken, wo wir denken so, ups, ja, krass. Dann ein zweiter Quality of Life Change. Die optionale Waffenbelegung wurde hinzugefügt, um alle Waffengruppen gleichzeitig abzufeuern. Hier geht ihr in die Option unter Keybindings, erweiterte Steuerungsanpassung unten links, dann Vehicle, Weapons, Fire, Weapon, All. Da müsst ihr dann was belegen und dann ballert ihr alles gleichzeitig ab. Das konnte man vorher auch machen, indem man einfach eine Taste für beide Waffengruppen belegt hat. Jetzt hat man aber hier die Möglichkeit, wirklich das direkt über eine Taste zu belegen. Das macht manchmal Sinn, manchmal halt aber auch nicht. Was ich mir viel eher wünschen würde, wäre einfach mal ein extra Knopf für ein EMP zum Beispiel. Ne? Weil der ist meistens auf der zweiten Waffengruppe belegt und der, würde ich mir einfach eine extra Taste für wünschen. Aber was wünsche ich mir schon? Dann haben wir als nächstes Gruppenvehicle Signature Emission Change. Signaturemissionen von Bodenfahrzeugen wurden angepasst, dass sie bei größeren Entfernungen nur noch schwerer zu erkennen sind. Ja, das ist auch ziemlich cool, denn das kennen wir ja alle, wir fliegen irgendwo runter oder wir sind irgendwo unten und sitzen in einem Panzer und werden dann schon ganz früh erkannt und diese kleinen Bodenfahrzeuge, umso kleiner sie dann werden und ein Grey Cat Buggy zum Beispiel, den kann man dann wahrscheinlich nur erkennen, wenn man da 5 Meter vorsteht. Finde ich super. So, als nächstes kommen wir zu physikalisierten Schiffskomponenten. Wir haben die Lagerung des persönlichen Schiffsinventars grundlegend überarbeitet, um die kürzlich hinzugefügten Schiffskomponenten im Inventar unterzubringen. Diese Änderungen ermöglichen es euch, Schiffskomponenten und Waffen in verschiedene Inventarbereiche zu verschieben, auch in Schiffe, um diese dann an verschiedene Orte zu transportieren. Als Teil dieses Updates haben alle Schiffskomponenten neue Standard-Cargo-Unit-Größen im Verhältnis zu ihren Spielgrößen erhalten.
Um den Spielern den Transport dieser Komponenten zu erleichtern, wurde die Größe des persönlichen Inventars der Schiffe ebenfalls erhöht. Es kann jedoch sein, dass ihr ein größeres Schiff benötigt, um größere Komponenten zu transportieren. Es handelt sich hierbei um eine vorübergehende Maßnahme, während wir auf die Überarbeitung der Fracht warten. Ja, auch das hatte ich euch ja schon im PTU gezeigt und das ist auch eine sehr, sehr coole Sache. Das habe ich ja in der 3.16 wirklich schmerzhaft vermisst, dass wir wirklich auch ja die Komponenten wie Waffen, Quantum Drive, Schildgeneratoren, dass wir solche Sachen dann wirklich von A nach B transportieren können. Das ging meistens immer nur in dem eingebauten Vehikel, was wir dann mitgenommen haben. Und wenn wir mal was ausbauen wollten aus einem anderen Vehikel, dann mussten wir wirklich an Ort und Stelle fliegen, um das dann dort zu machen. Ich hoffe, das hatte ich noch gar nicht getestet, dass das auch mit Farben geht. Denn das ist ja auch so eine Sache, wenn man mal eine andere Farbe drüber stülpen will, dann ist sie meistens nicht da. Aber sehr geil, dass es jetzt mit reingekommen ist erstmal. So, der nächste Punkt heißt Quantum und das wissen wir ja alle, ne? Quantum, das ist ja die ganze Mechanik, die im Hintergrund läuft, wo die NPCs dann so ein bisschen die Wirtschaft verwalten, so ein bisschen gucken, ah, da hinten ist es zu kriminell, da müssen wir jetzt mal so ein bisschen mehr Security hinschicken oder auf der anderen Seite, da ist ein bisschen zu ruhig, da können wir jetzt mal so ein bisschen Piraterie betreiben, ne? So, das alles ist Quantum mal ganz grob beschrieben und dieses Wirtschaftssystem oder dieser Ausgleich durch die NPCs, der wird jetzt mit der 3.17 als erste Iteration so eingebracht. Und zwar folgendermaßen. Quantum wurde nun zu Testzwecken in sehr begrenztem Umfang in das Backend des Spiels integriert. Es simuliert nun NPCs, die Quantum-Treibstoff, regulären Treibstoff und Reparaturen an Stationen bezahlen, was die Spieler vor allem an den stärkeren schwankenden Preisen dieser drei Rohstoffe bemerken werden. Ja, Reparatur wird ja auch als Rohstoff bezeichnet, aber ihr wisst, was hiermit gemeint ist. Außerdem wirkt sich Quantum jetzt auf die Häufigkeit bestimmter Umgebungsmissionen in bestimmten Gebieten aus, meist in der Nähe von Raststätten. Das betrifft zum Beispiel die Piratenaufklärungsmissionen, Frachtmissionen und einige andere. Ja, sehr geil, finde ich super, dass das jetzt mit reinkommt. Und Freunde, ich sage euch, das wird an der einen oder anderen Stelle das Verse deutlich umkrempeln und für ein paar Überraschungen sorgen. So, kommen wir zum letzten Punkt hier in den Patchwatches, Deaktivierung der Kamerafederbewegungen. Ja, das ist eine Sache, da dachte ich, das gibt es eigentlich schon, ne, dass man das deaktivieren kann, aber hier wird es jetzt nochmal explizit aufgeführt und folgendermaßen beschrieben. Im Third-Person-Modus kann die Kamerafeder dynamisch Bewegungen hinzufügen, wenn sich ein Fahrzeug bewegt. Manchmal ist dies jedoch nicht erwünscht, insbesondere wenn man versucht, Aufnahmen mit längeren Linsen zu machen, bei denen selbst die kleinste Bewegung stark übertrieben wirkt. Wenn Sie die Kamerafeder deaktivieren, wird diese zusätzliche Bewegung ausgeschaltet und die Kamera bleibt im Verhältnis zum Fahrzeug perfekt in Position. Ja, das kennt wahrscheinlich jeder, der mal so eine längere Aufnahme gemacht hat, von hinten aus einer Position zum Beispiel. Wenn man das dann zum Beispiel abspielt und mal so ein bisschen vorspult, dann wackelt das ganze Schiff wie ein Lämmerschwanz und das sieht halt relativ komisch aus. Und das kann man halt statisch stellen, dass es halt gar nicht mehr wackelt. Aber eigentlich war ich der Meinung, dass es das schon ja, ewig gibt. Ich habe das auch ausgestellt. Also, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch was anderes oder ich verwechsel das. Auf jeden Fall könnt ihr das jetzt hier an der Stelle dann auch in den Optionen tun. Dann gab es auch diese Woche ein PU Monthly Report und zwar am Mittwoch, das kommt ja einmal im Monat raus, wo die ganzen Entwickler von Cloud Imperium Games berichten, was sie in dem letzten Monat alles so getrieben haben. Diesen Report habe ich jetzt hier in diesen Verse News erstmal nicht übersetzt, einerseits um so ein bisschen noch meine Stimme zu schonen und andererseits damit die Verse News, wie ich das schon mal angekündigt habe, nicht zu lang werden. Ich werde euch aber diesen PU Monthly Report selbstverständlich in den nächsten Tagen nachreichen. Dann gab es letzte Woche selbstverständlich ein Star Citizen Live, aber das war, ja, wie soll ich sagen, absoluter Quatsch. Ich glaube, das hieß auch so irgendwie mit absoluter Nonsens. Da war Jeremiah Lee, ihr kennt ihn alle, bei Jared Huckabee zu Gast und wen wundert's, dass die beiden die ganze Stunde eigentlich nur Blödsinn gemacht haben. Ihr könnt euch die Episode nochmal angucken, aber ja, es ist, kommt nichts Produktives bei raus, aber trotzdem lustig ist es. Alle Male. Aber vor zwei Wochen gab es ein Star Citizen Live mit dem EUPU Gameplay Feature Team und das wurde uns für euch von unserem lieben Korrespondent Kahn übersetzt. Ich verbinde. Ich danke dir, Sitko, und begrüße euch zu einer neuen Folge Star Citizen Live. Heute mit dem Thema EUPU Gameplay Feature Team.
also ja, das Team, das sich um das Gameplay in Star Citizen kümmert. Gastgeber dieser Episode ist wie immer unser beliebter Community Content Manager Gerald Huckabee und als Gäste dabei sind die Kollegen vom EUPU Gameplay Feature Team. Hier habe ich heute 29 Fragen und Antworten für euch. Legen wir also los. Frage Nummer 1. Wie wird die Betankung in Star Citizen funktionieren? Ja, und hier als Beispiel nehmen wir auch die Starfarer gleich mal vorweg. Ihr geht also in das bekannte Wartungsmenü, in dem ihr auch sonst eure Betankung auswählen würdet. Hierbei hat sich dann die Benutzeroberfläche etwas verändert. Sie sieht also etwas anders aus, als ihr das vorher gewohnt seid. Man hat dort jetzt die Möglichkeit, die Starfarer automatisch zu betanken oder alternativ auch die Möglichkeit, sich manuell auszusuchen, welche Art oder welche Arten von Treibstoff getankt werden sollen. Ja, und die zweite Option oder die zweite Möglichkeit, die ihr dann habt, ist das Betanken von anderen Schiffen. Ja, und sobald auch das Beacon-System dafür ja implementiert ist, kann man Anfragen ja an Treibstoffstellen oder an eine Betankung stellen. Zurzeit ist das noch so, dass das alles über den Chat realisiert wird. Danach wird dann die ja bekannte Betankungsmechanik zum Einsatz kommen, in der man dann aber auch den Preis bestimmen kann. Hier müssen sich dann Anbieter und ja ihr als Spieler in Anführungszeichen Kunden geeinigt haben, ja, wie viel Kohle ihr ausgeben möchtet oder wie viel derjenige haben will von euch fürs Betanken. Und dann kann die Förderung vom Treibstoff beginnen. Ja, ist doch ganz geil, denke ich mal, oder? Ich meine, jetzt geht's endlich los mit der Tankerei. Wir müssen mal schauen, wann sich dann wirklich lohnt, mit einer Starfarer oder so weiter loszufliegen, weil zurzeit ist es ja in Stanton noch so, ja, dass man locker flockig von dem einen zum anderen Punkt kommt und auch selbst tanken kann. Wenn sich natürlich dann die Entfernung erweitern oder viel, viel weiter werden, wenn neuere oder neue Systeme dazukommen, wo dann wirklich nicht mehr die Möglichkeit besteht, dass ihr mit eurem Treibstoff irgendwo hinkommt, wo ihr auch selbst tanken könnt, dann denke ich, wird dann wirklich auch das Tank-Gameplay sich lohnen und dann wird, ja, wird die Starfarer oder was auch immer noch als Tankschiff kommt, dann ihren Einsatz beginnen. Ja, man muss halt schauen. Wenn man jetzt sagt, okay, wir machen es im Stanton-System, dann muss sich der Preis natürlich drastisch unter dem Preis befinden, den ihr bezahlen müsstet, obwohl ihr auch sicher einen anderen Hafen anfliegen könntet, dass ihr sagt, okay, hier, ich biete euch den Treibstoff zur Hälfte an und dass man auch mit der Starfarer tanken kann. Wir werden sehen. Frage Nummer 2. Gibt es Veränderungen bei der Betankung in diesem Quartal? Ja, und Sie sagen jetzt hier, dass sich die Technik wenig verändert hat. Natürlich wurden hier einige Anpassungen vorgenommen, wie eines variablen oder einer variablen Durchflussgeschwindigkeit, die jetzt den Sprit oder den Tankfluss bestimmt. Hier muss man dann wirklich darauf achten, seine Anlage nicht zu beschädigen. Also wenn man dann zum Beispiel mehrere Tanks gleichzeitig benutzt und dadurch kann es zu Fluktuationen kommen. Der größte Teil der Arbeit, den sie vollbracht haben, hat wirklich die Anpassung der Benutzeroberfläche in Anspruch genommen. Ja, und das ist auch so, wie sie vorher schon gesagt haben oder schon früher, wie das Betanken dann werden wird. Ihr werdet schnell betanken können, dann müsst ihr halt schauen, wie schnell ihr betanken könnt. Eine Druckbetankung. Das erinnert mich ein bisschen ans Saufenabend in der Kneipe. Okay, ich schweife ein wenig ab. Aber ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt natürlich schneller tanken. Ihr könnt auch mehr Druck auf die ganze Mechanik bringen. Aber es kann passieren, dass euch dann die ganze Kiste auch mal um die Ohren fliegt oder dass eure Tanksysteme sich halt verabschieden, dass es kaputt geht. Da muss man halt wirklich auch wieder so eine schöne Balance finden zwischen schnell und nicht gefährlich. Mal schauen, wie es wird. Frage Nummer 3. Welchen Zeitaufwand wird die Betankung in Anspruch nehmen? Ja, und hier ist es auch wie im Real Life. Das kommt wirklich ganz auf die Größe des Schiffes an. Eine Kladius kann beispielsweise in 40 Sekunden betankt werden. Ja, und ich denke mal, ganz logisch, wenn ihr da mit einer riesen Kiste ankommt, ist die nicht gleich schwupps voll, ne? Da müsst ihr schon ein bisschen warten. Müssen wir mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Frage Nummer 4. Wird es die Möglichkeit geben, unsere Snap-Schiffe in einem Schiffshangar aufzutanken? Und jetzt vorweg, wer es nicht weiß, was die Snap-Schiffe sind, das sind die kleinen Schiffe, die ihr bei der Constellation zum Beispiel dabei habt, die P-52 Merlin, wenn mich nicht alles täuscht, müsste das sein. Das sind halt Schiffe, die haben kein Quantum an sich, mit denen könnt ihr in der Atmosphäre vom Schiff auf den Planeten runterfliegen, ein bisschen rum, aber das ist nichts für weite Entfernung. Das sind halt diese kleinen Schiffe, die auch andocken und die ihr immer dabei habt, so ja eure kleine Yacht zum großen Schiff dazu. Ja, und sie sagen ja, aktuell ist das noch nicht der Fall, aber das könnte für die Zukunft auf jeden Fall geplant werden. Ja, und warum nicht? Ich denke, wenn ihr das Schiff schon dabei habt und ihr habt Sprit an Bord und dann, ja, klar, werdet ihr das Ding auch irgendwann dort tanken können. Frage Nummer 5. Wie verhält es sich, wenn eine Starfarer zum Beispiel angegriffen und am Ende zerstört wird? Wird denn der Treibstoff, den ihr dabei habt, ebenfalls zerstört oder in einer Art, ja, abgeworfenen kleinen Containern enden?
Ja, und hier ist es wirklich so, da der Treibstoff auch in den Tanks von der Starfarer jetzt gelagert wird und wenn diese explodiert, werden natürlich auch diese Tanks mit explodieren. Sie möchten es später natürlich auch möglich machen, dass ihr von außen die angebrachten Tanks halt auch abwerfen könnt. Ja, finde ich super, weil warum sollten die Tanks überleben? Das ist ja gerade mal Sprit, ne? Und der macht ja richtig Bumm, wenn dann irgendwas passiert. Müsst ihr halt schauen, müsst ihr halt, abwägen. Überlebe ich den Kampf, schmeiße ich meine Fracht ab und... Oder sie fragt es halt weg, ne? Das ist ganz logisch. Frage Nummer 6. Und mal weg vom Betanken hin zum Minern. Wird es größere Felsen oder auch Felsenhaufen geben mit mehr Abwechslung, was den Abbau von Erzen betrifft? Ja, und hier sagen sie, dass größere Felsen kurzfristig auch eine Lösung sein können, wobei sie für die Zukunft auch andere Ziele geplant haben, wie mehrere Punkte gleichzeitig mit einem Abbaulaser ja bearbeiten zu können, damit die großen Felsen dann am Ende auch ordentlich aufgebrochen werden können. Ja, und das haben wir ja jetzt schon, dass ihr erstmal die großen Felsen wirklich zerkleinern müsst, bevor ihr anfangen könnt, das wirklich abzubauen. Also bei den größeren Dingern ist das so. Ja, und das, man kann es ja jetzt schon machen. Ich meine, mit der Maul, ihr habt, wenn ihr zu dritt unterwegs seid oder zu viert, ihr habt einen Piloten und ihr habt drei Mann, die an den Lasern hängen, dann geht ihr halt zu dritt auf den Felsen und der ist viel schneller kaputt. Also ist nichts Neues. Frage Nummer 7. Und wir bleiben jetzt wieder auch beim Mining. Sind denn die Fehler, die beim Mining oder beim Scannen vom Mining ja aufgetreten sind, behoben worden? Ja, und das hatten wir auch, glaube ich, bei der letzten Q&A hatten wir die Frage auch. Und sie wissen auch über diese Problematik Bescheid. Und sie hoffen, da es einen Fix gibt, dass es in der Alpha 3.17 ein Großteil dieses Fehlers behoben worden ist. Damit ihr dann am Ende auch viel mehr Spaß beim Scannen der Felsen habt. Ja, und das ist halt eine gewisse Zeit ein Bug. Ihr kennt das bei Star Citizen, die tauchen auf und dann sind sie aber wieder gefixt und dann kommen sie doch wieder. Es ist auf jeden Fall geplant, dass das so werden wird und dass diese Scanning-Funktion wieder richtig funktioniert und dass ihr auch ordentlich die Materialien in den Felsen vorher abscannen könnt, bevor ihr anfangt zu minern, ob sich das Ding auch für euch lohnt. Frage Nummer 8. Wird das Mining ausbalanciert werden, damit es am Ende auch die Wirtschaft antreibt? Ja, und hier sagen sie ganz klar, dafür sind ganz andere Teams zuständig. Ihnen ist aber bewusst, dass das Wirtschaftssystem an sich in Star Citizen ein sehr schwieriges Unterfangen ist und sehr, sehr viel Zeit benötigt. Aber sie sagen auch ganz klar, dass sie mit dem aktuellen Stand selbst auch noch nicht zufrieden sind. Ja, und da hatten wir ja auch schon ein paar Videos gesehen, wie die Wirtschaft am Ende laufen soll und dass dann, es wird keine Massen von Ware am Markt geben, wenn sich der Preis dann senkt oder auch ansteigt für legendäre oder seltene Waren. Also das wird schon ein richtig geiles Wirtschaftssystem werden, wenn es dann am Ende fertig ist. Aber ich glaube, da steckt sehr, sehr viel Technik und sehr, sehr viel Rechenarbeit dahinter, dass das am Ende auch so läuft, wie wir das gerne hätten oder wie Sie damit zufrieden sind, dass das auch logisch abläuft, würde ich mal behaupten. Frage Nummer 9. Ja, das ist eine ziemlich coole Frage, finde ich. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Wird es irgendwann in Zukunft auch unterirdische Lagerstätten geben? Ja, und da kann ich euch beruhigen, es ist wirklich so, wenn die Möglichkeit am Ende besteht, ein Stück Land für sich zu beanspruchen, soll es natürlich auch die Möglichkeit geben, zum Beispiel ein Loch zu graben und dort nach Erzen zu suchen, beziehungsweise dort auch ein eigenes Lager zu erstellen. Ja, finde ich geil. Ich meine, ihr habt das unterirdisch, wenn ihr von oben angegriffen wird, dann passiert da nichts, ihr habt die Ware in Sicherheit. Vielleicht auch geheim, ich sag jetzt mal, unsere Piraten, die gerne die nicht so legalen Sachen schmuggeln und lagern und so weiter. Cool. Frage Nummer 10. Ja, und hier fragen sie, wieso ist denn immer noch nicht die Lebenserhaltung so richtig im Spiel oder was hindert sie daran, die Lebenserhaltung ins Spiel zu implementieren? Ja, und auch hier sagen sie, es geht wirklich voran, sie machen Fortschritte, was das betrifft. Uns sollte nur bewusst sein, dass es viel wichtigere Sachen gibt als den Raum und das System im Hintergrund alleine. Hier müssen Paneele, Knöpfe und auch das Benutzersystem oder die Benutzeroberfläche, die UI, wirklich gestaltet und implementiert und umgearbeitet werden. Ja, und das Ganze, wer hätte es gedacht, nimmt viel, viel Zeit in Anspruch. Und da wir so viele Schiffe jetzt in Star Citizen haben, muss natürlich auch jedes Schiff dahingehend angepasst werden. Also, wird kommen, aber das dauert noch, weil sie haben einiges vor sich und ja, die passen das schon irgendwann an. Frage Nummer 11. Wird die Lebenserhaltung ein System sein, was jetzt in Anführungszeichen Clown-Autos verhindert? Jetzt vorneweg Clown-Autos, ihr kennt das im Zirkus oder habt ihr bestimmt mal gesehen, da fährt dann so ein kleines Auto, wo dann 20 Clowns drinnen stecken, 10 gucken aus den Fenstern raus, also total überfüllt. Und darum geht es halt, ob die Lebenserhaltung da Einbußen hat, wenn so viele in einem Schiff sind. Und da sagen sie auch ganz klar, das wird so sein, wenn sich wirklich mehrere Personen in einem Raum befinden, der wirklich nicht für so viele Personen ausgestattet oder gedacht ist, dann wird das nämlich dazu kommen, dass der CO2-Anteil
im Schiff ansteigen wird und dass zu einem gewissen Zeitpunkt die Personen dann am Ende auch sterben werden. Natürlich sind hier noch viele Tests und auch Anpassungen notwendig, die implementiert werden müssen. Aber es wird auch so sein, dass der Schiffsinhaber durch Austausch der CO2-Filter die Konzentration konstant halten kann. Hier wäre jetzt ein Extrembeispiel, dass wirklich alle 10 Minuten der Filter gewechselt wird, damit dann auch wirklich alle Personen an Bord am Leben bleiben. Geil, oder? Ich meine, klar, ihr stopft so viele da rein, ist logisch, dass das der CO2-Anteil dann ansteigt. Aber auch die ganzen anderen Sachen, die kommen, werden logisch. Die Jungs werden irgendwann keine Luft mehr haben. Die ganze CO2-Geschichte, die ausgeatmet wird, wird dazu führen, dass ihr ohnmächtig werdet und dann einfach sterbt. Und ja, ich glaube auch nicht, dass das so angedacht ist, dass ihr dann als Beispiel in eine Cutlass dann erstmal 50 Mann hinten reinstopft und keiner kann sich mehr bewegen. Ich glaube, das ist auch nicht Sinn der Sache. Frage Nummer 12. Ja, und wie sieht es hier mit der Lebenserhaltungssteuerung aus? Kann man die wirklich pro Raum oder nur pro Schiff wirklich einstellen? Und das ist wieder Star Citizen typisch geil ausgearbeitet, natürlich nicht nur für das Schiff, sondern ihr werdet die Möglichkeit haben, jeden einzelnen Raum zu steuern. Und nicht nur was den Sauerstoff betrifft, sondern auch die Temperatur und den Druck und so weiter. Ja, was eine Frage, oder? Ich meine, welches Spiel geht so ins Detail wie Star Citizen? Das war schon klar, ne? Ich meine, wenn ihr 10 Toiletten auf dem Schiff habt, dann werdet ihr alle gleichzeitig gebrauchen, wird der Wasserdruck natürlich auch ein bisschen fallen. Okay, ich schweife ab. Frage Nummer 13. Ja, und wir bleiben bei den Lebenserhaltungssystemen. Wie sieht das aus? Werden diese gewisse Stoffe verbrauchen? Ja, und das kommt wieder so ein bisschen wie vorher. Das ist auf jeden Fall so. Sie werden sie planen, derzeit Filter einzubringen, die man dann auch wechseln muss. Hatten wir ja eben schon mit der CO2-Geschichte. Aber natürlich soll es auch andere Hardware-Geschichten geben, die man sich dafür besorgen muss. Ja, und da bin ich persönlich auch mal wirklich gespannt, was man dann jetzt wirklich alles in sein Schiff anbringen muss, um da die Luft und alles ordentlich zu halten. Wird bestimmt auch wieder eine richtig durchdachte Sache. Frage Nummer 14. Wenn Kämpfe auf einem Schiff stattfinden, wird es einen Vorteil haben, den Druckverlust in Räumen hervorzurufen? Ja, und auch das können Sie sich vorstellen. Zum Beispiel sagen Sie hier, man müsste gucken, wie das ist, wenn die Stufe 0 der Lebenserhaltung dann erreicht wird in solchen Fällen, wie sich das Ganze dann verhält. Ja, und jetzt was richtig Cooles, Sie können sich halt wirklich weitere Upgrades bzw. ja, Verbesserungen halt vorstellen, dass man auch zum Beispiel giftige Gase anstatt atembarer Luft in einige Räume pumpt, ne? Aber das Ganze wird noch geplant und ausgearbeitet, aber geil. Also ich find's geil. Das ist doch cool. Da sind die Jungs in dem Raum, ihr habt sie entdeckt und dann sagt man Sauerstoff aus, Cyanidgas an, bups, sind die Jungs weg. Geiler Scheiß. Frage Nummer 15. Wie sieht es mit dem Ressourcenmanagement aus und was können Sie uns da zurzeit drüber sagen? Ja, und es sind natürlich gewisse Dinge wirklich notwendig, was das Ressourcenmanagement betrifft, dass die Lebenserhaltung am Ende auch richtig funktioniert. Und wie natürlich auch schon vorher gesagt, die besagte Benutzeroberfläche, die dazu ja erstellt wird oder jetzt noch ausgearbeitet. Ja, natürlich werdet ihr das Ganze steuern können. Ich meine, wir hatten das mit dem Gas, das ihr da einführt. Das muss ja irgendwo gesteuert werden und dann werdet ihr schön am MFD sitzen können. Ja, dann habt ihr so Regler, Sauerstoff in Prozenten und das könnt ihr ein bisschen hin und her schieben. Cool. Frage Nummer 16. Ja, wieder auf das Ressourcenmanagement zu kommen. Was sind die Ziele dieses Managements? Ja, und hier ist es wirklich so, dass das komplette große Ressourcenmanagement ganz allein in die Hand von euch als Spielern gelegt werden soll. Hier habt ihr dann wirklich ganz allein die Möglichkeit, alle vorhandenen Energien so zu steuern, wie ihr das auch selbst gerne möchtet. Haben wir jetzt auch schon ein bisschen, sagen sie auch hier zum Beispiel alle Lichter aus oder ich führe mehr Energie zu den Waffen oder zu den Schilden oder zum Antrieb. Ihr kennt diese Triangle, das Dreieck, was ihr drin habt. Und das wird auch sich auf die Ressourcen vom Schiff halt beziehen. Da werdet ihr noch eine weitere Anzeige haben, wo ihr dann wirklich einstellen könnt, jo, bisschen weniger Sauerstoff oder die Lebenserhaltungssysteme in den Bereichen vom Schiff schaltet ihr aus. Ihr habt zurzeit gerade Energieprobleme, um diese Energie dann wirklich in den Antrieb zu stecken, dass ihr wegkommt. Kennt man ja auch aus vielen Filmen, wo man sagt, bei Star Trek oder so weiter, die Energieversorgung für die Lebenserhaltung wird ein bisschen runtergefahren, damit man Warpsprung machen können. Also geiler Scheiß. Frage Nummer 17. Und auch hier wieder, müssen denn alle Schiffe dann für das Ressourcenmanagement überarbeitet werden? Ja, und die Frage, die beantwortet sich wirklich ganz von selbst. Natürlich, das ist zwingend erforderlich, dass alles auch funktioniert und auch die Leistung dann zwischen den Systemen und so weiter stimmt. Also kennt man ja, das hat alles zur Folge, was ihr in Star Citizen macht, was das Schiff jetzt auch betrifft mit Energien. Und bei allen neuen Features, die dieses Schiff dann oder jenes Schiff haben soll, muss das Ganze natürlich noch überarbeitet und dann auch implementiert werden. Frage Nummer 18. Und weg vom Ressourcenmanagement hin zu den gefundenen Kisten.
Ja, und werden diese denn im Frachtgitter einrasten, das ihr an Bord habt? Und das ist wirklich so, das ist für die Zukunft geplant. Aber hier muss auch noch viel Überarbeitung der Frachtmechanik folgen und dass das auch alles so funktioniert, wie Sie sich das vorstellen. Ja, und natürlich wird das irgendwann einrasten, weil ihr habt dann die Möglichkeiten, eure Ware oder eure Fracht, eure Kartons, Kisten etc. in eurem Schiff fest zu verstauen, damit sie nicht durch die Gegend fliegen, wenn ihr mal eine scharfe Kurve fliegt. Und dafür ist dieses Gitter da und das könnt ihr dann auch so benutzen. Frage Nummer 19. Ja, und warum ist es so, dass es bei den abgestürzten Wracks immer noch keine Kisten gibt? Ja, und auch hier sagen sie, dass das gar nicht in ihren Bereich fällt, sondern eher eine Frage an die Designer ist. Aber technisch wäre es auf jeden Fall möglich, auch bei den Wracks, Kisten ja ins Spiel zu implementieren. Ja, wird kommen, wenn die Community das will. Und das ist ja ein Spiel, was sich viel mit der Community beschäftigt und auch auf die Wünsche der Community eingeht. Weil wir haben ja auch alle eine Menge Geld für dieses Spiel ausgegeben. Deswegen lassen die uns ja auch daran teilhaben und dann wird das auf jeden Fall kommen. Frage Nummer 20. Auch eine coole Frage. Wird es wirklich exklusive, legendäre oder seltene Waffen geben, die wir finden können? Ja, und das hatten wir auch in der letzten Q&A. Natürlich wird es die geben. Und da hatte ich mich noch erinnern, da geht es dann auch um den Preis vom Verkauf, wo sich die angepasst werden. Also ihr werdet legendäres, seltenes, exklusives Zeug finden in allen Varianten. Und das ist auch gut so. Frage Nummer 21. Und da muss ich ein bisschen lachen, weil ich mir schon wieder so ein paar Bilder in meinem Kopf zurechtspinne. Werden wir die Möglichkeit haben, Hydrogen oder Hydrogen-Treibstoff zu benutzen, den man irgendwo gefunden hat, beziehungsweise den man irgendwo gestohlen hat? So, jetzt habe ich mich so im EVA mit so einem Schlauch und so einem kleinen Kanister, wie ich mich an ein Schiff und dann, ihr wisst schon, Sprit raussaugen und mal gucken, was sie sagen. Ja, und hier wird noch drüber diskutiert, also sind sie sich noch nicht sicher, wie es wirklich werden soll. Was man denn am Ende alles in Containern und Kisten auch finden soll oder finden kann. Aber es steht aktuell noch nicht auf dem Plan. Ja, und klar, muss erstmal überlegt werden, wie wollen sie es machen. Natürlich werdet ihr irgendwann mit Sicherheit alle Waren, die es in Star Citizen oder alle Güter, die man irgendwie haben kann, werdet ihr auch irgendwo in Kisten finden. Ob das jetzt Treibstoff, Waffen, Nahrung und so weiter ist. Aber das ist noch in Planung bei denen. Die sind sich da noch nicht ganz einig. Das wird wahrscheinlich so sein, dass der Chris sagt, nee, ich will das so haben und dann am Ende haben wir es dann so. Frage Nummer 22. Ja, und woran liegt es, dass die Dekompressionsmechanik immer noch nicht ihren Weg ins Spiel gefunden hat? Ihr wisst jetzt nicht, wie oft ich hier schon auf Pause gedrückt habe, um dieses Wort zu sagen. Also ich sage es jetzt nicht nochmal, aber warten wir mal die Antwort ab. Und auch hier ist dieser Punkt noch auf der Liste, den sie bearbeiten oder besprechen müssen oder am Ende irgendwie auf einen Nenner zu kommen. Zurzeit hat aber die Lebenserhaltung wirklich Priorität. Und das wird dann auch alles zu weiteren Systemen führen, die dann bearbeitet werden. Aber wir müssen noch ein bisschen abwarten. Ja, und auch das wird kommen. Frage Nummer 23. Und jetzt wieder so ein bisschen mit diesen legendären Gegenständen, die wir haben können. Und was gibt es denn hier für Seltenheitsstufen im Spiel, was die Gegenstände betrifft? Ja, und hier sagen sie, zurzeit gibt es 3 Stufen. Gewöhnlich, ungewöhnlich und selten. Und auch hier wird es von den Designern abhängen, welche Sachen in welchen unterschiedlichen Kisten verteilt werden. Auch muss hier eine Anpassung vorgenommen werden, um eine richtige Balance zwischen den ganzen Geschichten zu finden. Und hier ist es auch so angedacht, dass es verschiedene Sachen in verschiedenen Systemen gibt, die sehr selten sind, aber in einem anderen System dann wieder nicht. Wobei man hier jetzt auch sagen muss, dass ein seltenes Objekt nicht unbedingt gleich ein besseres Objekt sein wird. Hier beziehen sie sich bei dem Objekt, das ihr dann sehr selten in diesem Gebiet findet, auch nur darauf, dass es halt in dem Gebiet sehr selten ist. Das heißt aber nicht, wenn ihr es dann in dem Gebiet findet, dass es dann ultra viel wert ist. Das wird nicht so sein. Das heißt, ja, kennt man ja auch so ein bisschen im echten Leben. Ich rede so ein bisschen von den Sammlern unter euch, die irgendwelche Figuren oder sonst welche Sachen sammeln, die man wirklich in dem Bundesland easy peasy bekommt, aber das eine Modell dann wieder nicht. Da muss man dann nach Bayern oder sonst wohin. Also das ist, finde ich, ganz cool, dass wir das so machen. Frage Nummer 24. Ja, und wird der Ingenieur ein Beruf sein? Und hier sagen sie ja und nein, also jein. Unterschiede hier sind zum Beispiel der Abbau von Erzen oder auch das Raffinieren von Treibstoff. Hier hat man jeweils nur eine Ressource, die man sammelt oder auch verkauft. Der Ingenieur an sich befindet sich in einem Fahrzeug und bedient ja nur die Knöpfe.
Ja, und das verstehe ich. Ich meine, ihr wollt einen Beruf in Star Citizen ausüben, um UECs zu verdienen, dass ihr Geld habt. Jetzt ist es so, ihr seid Ingenieur an einem Schiff oder auf einem Schiff und ihr kümmert euch um die Lebenserhaltung, um die Technik und so weiter, dass das nicht ausfällt. Ich weiß jetzt nicht, wie das in-game gemacht werden soll, dass er sagt, okay, der Ingenieur kriegt so und so viel Kohle, wenn er irgendwo mitfliegt, dass das wirklich ein interner Beruf sein wird. Vielleicht wird das in der Community so sein, dass man sagt, hier, ich brauche einen Ingenieur auf meinem Schiff, wenn du bei mir mitfliegst, kriegst du so und so viel UECs für diesen Flug. Aber sie sind sich noch nicht sicher, ob das wirklich ein richtiger Beruf wie der Händler oder der Miner und so weiter in Star Citizen werden wird. Finde ich gut. Frage Nummer 25. Wie sieht es mit dem physischen Tankanschluss aus? Wird in der Alpha 3.17 jedes Schiff an der Oberseite einen solchen haben? Und wie sieht es mit dem sekundären Tankanschluss aus? Wofür wird dieser verwendet werden? Ja, leider wird es nicht so sein, dass jedes Schiff einen physikalischen Anschluss zum Betanken bekommen wird. Der zweite Anschluss kann natürlich ganz normal benutzt werden, um das Schiff im Hangar aufzutanken. Okay, jetzt stellt sich mir die Frage, wie ist das dann? Was für Schiffe bekommen diesen Anschluss nicht? Wie ist das dann mit dem Betanken von der Starfarer zum Beispiel, wenn ihr irgendwo im All seid? Wobei man da auch wieder sagen muss, wahrscheinlich sind das eher kleinere Schiffe, die gar nicht so weit ins All rausfliegen können, um am Ende von der Starfarer betankt zu werden. Ja, muss man mal schauen. Dann diese Art von Schiffen werden dann einfach nur in dem Hangar aufgetankt werden können. Warten wir es ab. Frage Nummer 26. Wird es Änderungen in der Betankung geben, was Stationen und Pads betrifft? Ja, und hier ist es wirklich so, dass die Anpassung nur in der Benutzeroberfläche steht, oder in der Benutzeroberfläche liegt, und mehr ist zurzeit noch nicht geplant. Ja, und warum soll sich das auch verändern in der Station oder auf den Pads? Ihr kennt das Tanken. Klar, wäre geil, wenn so eine kleine Animation vielleicht noch kommt, dass irgendwo ein Schlauch ans Schiff gemacht wird oder solche Sachen. Vielleicht. Wir werden es sehen. Frage Nummer 27. Werden wir in Zukunft die Möglichkeit haben, einen Ort, der zum Betanken da ist oder an dem man gut tanken kann, auch anderen Spielern mitteilen zu können? Ja, und hier ist es wirklich so, dass wir erstmal auf das Beacon-System warten müssen, denn wenn dies da ist, wird es auch eine einfache Methode sein oder diese Methode geben, den Treibstoff zu vertreiben oder auch anderen Spielern mitzuteilen, wo ihr denn schön tanken könnt. Frage Nummer 28. Ja, und was sieht die Zukunft der Betankung oder wie sieht die Zukunft der Betankung aus nach der Alpha 3.17? Ja, und hier sagen sie wieder ganz klar, nach dem Beacon-System, was halt wirklich primär erstmal Priorität hat, wird es noch einige Gameplay-Erweiterungen geben, in Bezug auf die Betankungsmechanik natürlich, wie die Treibstoffreserven, die ihr im Schiff habt, ja, oder die Systeme, die ausschließlich nur für das Andocken an der Starfarer gedacht sind, oder auch, was ich ziemlich cool finde, der Traktorstrahl, der dann das zu betankende Schiff an die Starfarer zum Beispiel heranzieht. Ja, und das finde ich cool, ihr seid irgendwo gestrandet und könnt überhaupt gar nichts mehr machen und dann könnt ihr auch nicht von hinten an die Starfarer so einfach ranfliegen und dieses Betankungs-Gameplay starten, weil ihr könnt euch ja nicht mehr bewegen, der Sprit ist ja nur alle. Gut, dann nimmt die Starfarer ihren Traktorstall, setzt sich vor euch und zieht euch einfach an den vorgesehenen Punkt zum Tanken, ja, und dann geht's los mit der Druckbetankung. Gut, Frage Nummer 29 und die letzte Frage für heute. Ja, und auch eine ziemlich witzige Frage, wenn ihr euch das Video anschaut. Ich glaube, so bei Minute 56 ist das. Die Frage ist nämlich hier, hat es ihm Spaß gemacht, das Lego Space Shuttle zusammenzubauen? Und jetzt auch ein bisschen was auf Star Citizen bezogen. Wird man Nachtsichtgeräte einsetzen können? Ja, und die Antwort ist auch ein bisschen lustig. Er weiß nämlich nicht genau, wie ein Nachtsichtgerät beim Zusammensetzen helfen soll. Also er bezieht sich da jetzt nicht auf Star Citizen, aber es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, das Ding zu bauen. Ja gut, dann sind wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen schlauer, was das betrifft. Und das finde ich auch immer ganz cool bei Star Citizen Live. Da kommen auch mal manchmal Fragen mit rein, die mal sowas gar nicht mit Star Citizen zu tun haben und wo die Jungs dann auch richtig mal einen schönen Konter drauf geben. So, ihr Lieben, ja, das soll es für diesmal gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich fand es wieder super interessant. Hat sich diesmal sehr, sehr, sehr stark aufs Tanken bezogen, aber das ist ja auch ein Gameplay, auf das wir alle warten, was richtig geil wird. Wir werden sehen. Es wird auf jeden Fall super spaßig. Ja, und wenn ihr Lust habt, hören wir uns wie immer nächste Episode wieder. Bis dahin, bleibt mir ja schön gesund, habt eine super schöne Woche im Verse und wir hören uns nächste Episode wieder. Ich gebe zurück zu Sitgo und die Marco. Bis bald. Ja, vielen Dank, Karen, für diese tolle Übersetzung. Ich freue mich schon auf den Tag, wo wir uns dann in den größeren Schiffen verteilen und dann gleichzeitig die Klospülung betätigen. Und wir machen weiter mit den April 2022 Subscriber Promotion Flares. Und wie bereits vor 2 Wochen angekündigt, gibt es ein paar sehr, sehr schön verzierte Waffen für euch. Für die Centurions unter euch, die $10 an Cloud Imperium Games jeden Monat spenden, gibt es die Salvo Seed Frag Pistol, die sieht so aus, ich mache das Ganze mal groß, ne, das sieht so aus, als wenn hier so ein bisschen alienmäßig so ein paar Schnüre durchgehen, sehr, sehr, sehr geil. Dann für die Imperatoren
unter euch, die noch einen Zehner draufpacken im Monat. Da gibt es dann zusätzlich zu dieser hier noch die Selvo Esteban Frag Pistol. Die sieht so aus, das ist so ein bisschen, ja, sieht so ein bisschen lateinamerikanisch verziert aus. Auch sehr, sehr nice. Und wenn ihr sagt, Mensch, für ungefähr 5 Dollar, da gebe ich noch ein bisschen was aus. Da könnt ihr euch noch die Arclight Herrero Energy Pistol holen. So, wenn das so ausgesprochen wird. Wahrscheinlich eher so spanisch wie Herrero. Keine Ahnung. Ne? Das auf jeden Fall könnt ihr euch holen von Cloud & Werner. Die sieht so aus, finde ich persönlich eigentlich am geilsten mit diesem Hexagon-Muster drauf. Finde ich sehr, sehr, sehr cool. Fand es ein bisschen schade, dass die so als Extrapreis ist und nicht irgendwie hier oben schon mit drin ist. Aber gut, ne? Ich glaube, Cloud Imperium Games weiß auch, dass das die geilere Waffe ist. Und da geben die Leute nochmal ein bisschen extra Kohle für aus. Ne? Die finde ich, ehrlich gesagt, ist das nicht so meins. Aber ne, egal. Die ist auf jeden Fall geil. Ich find's mega cool. Die ganze Geschichte könnt ihr noch bekommen für Umme, wenn ihr bis zum 12. April noch Subscription da lasst. Entweder, wie gesagt, Centurion für 10 oder Imperatoren für 20 Dollar im Monat. Dann bekommt ihr halt, wie gesagt, bis zum 12. April noch diese Waffen, je nachdem. Und im Nachhinein könnt ihr euch das Ganze natürlich, wenn ihr dann subscribt, noch im Subscriber Exclusive Store besorgen. Wie immer hier der Hinweis auf die Lost Items. Das heißt also, wenn ihr irgendwas von euren Subscriber-Geschichten verliert, dann könnt ihr da ein Charakter-Reset machen und seid da auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Und dann hier ein neuer Hinweis, dass ab der 3.17 Subscriber-Flares auch in-game als very, very rare Loot irgendwo gefunden werden kann. Das Ganze wird irgendwie im 3-Monats-Fenster irgendwie hinzugefügt. Also das heißt, wir werden jetzt nicht, jetzt wenn die 3.17 kommt, schon diese Waffen finden. Das wird dann wahrscheinlich erst beim nächsten Patch dann der Fall sein, dass das aktualisiert wird. Ganz besondere Sachen wie irgendwelche Items aus einem CitizenCon Goodies Pack werden allerdings den Weg erstmal nichts ins Spiel finden. So verstehe ich das hier zumindest. Package, ja, genau. Auf jeden Fall sehr, sehr cool. Finde ich saugeil. So, dann das Schiff des Monats ist die 400i. Die können alle Subscriber für diesen Monat umsonst fliegen. Im letzten Monat gab es die Redeemer und die gibt es jetzt mit ein bisschen besserer Versicherung im Subscriber Store oder für Subscriber im Pledge Store könnt ihr da halt euch dieses Schiff denn holen, wenn ihr möchtet. Aber an der Stelle kann ich euch immer nur den Tipp geben, wartet bis zur Invictus Launch Week. Die ist jetzt im Mai und da gibt es auf jeden Fall eindeutig das bessere Angebot, auch was die Versicherung angeht. Da müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Das ist dann immer so ein bisschen, ja, so ein bisschen schicker. Es gab vor ein paar Monaten hier immer noch ein paar Hangar-Flares mit dazu. Da gab es dann irgendwie so einen speziellen Alien-Glas-Stein oder irgend sowas. Oder auch drei Sachen sogar. Die haben sie irgendwie rausgenommen. Und dadurch, finde ich, ist dieses, dieses Subscriber-Exclusive-Pledge-Promotion-Geschichte vom Schiff des letzten Monats so ein bisschen witzlos geworden, finde ich. Ne? Vorher war es halt immer so ein bisschen was Besonderes. Aber gut, Cloud Imperium Games wird schon wissen, was wir machen. So, dann gibt es noch ein bisschen Merchandising-Discount. Hier könnt ihr mal reingucken, wenn ihr Subscriber seid. Hier kriegt ihr Tassen, Handtücher, T-Shirts, Mützen, alles ein bisschen günstiger. Und hier ist dann nochmal der Hinweis auf den Subscriber-Store. Hier könnt ihr mal durchstöbern, was ihr denn alles so haben möchtet. Ihr müsst nicht unbedingt Subscriber sein, um an diese Sachen zu kommen. Es reicht, wenn ihr einen Subscriber fragt, ob er euch diese Sachen halt kaufen kann. Und dann kann er euch die giften. Aber ganz wichtig an der Stelle, er muss die Sachen mit Echtgeld bezahlen, sonst kann er sie euch nicht giften, sonst kann er sie nur wieder einschmelzen. Ne, das ist halt wichtig zu wissen. Ja, und dann bin ich mal gespannt, was uns nächsten Monat erwartet. Hey everybody, in our last episode of the quarter, we wanted to mix things up and take a sneak peek ahead at something coming your way. Kommen wir nun zur letzten Inside Star Citizen Episode für dieses Quartal mit dem Titel Expense Glance. Und hier wird uns auch im ersten Teil ein neues Schiff vom Musashi Industrial and Starflight Konzern präsentiert, was so ein bisschen die Lücke zwischen Mining und Verkaufen von Ressourcen füllen soll. Denn wir bekommen hier
ein Refinery Ship. Das heißt also, wenn dieses Schiff dann irgendwann mal ins Spiel kommt, hier reden wir immer noch von einem Konzept und auch das wird es wahrscheinlich sein, wenn wir es das erste Mal kaufen können. Wann es reinkommt, weiß ich noch nicht, aber auf jeden Fall ist dies ein Schiff, das dann letztendlich die Container der Prospector oder der Mole oder auch sonst welchen Mining-Schiffen, die wir noch nicht kennen, aufsammeln kann und die Rohstoffe dann direkt verarbeiten kann. Wir haben insgesamt 6 verschiedene Behälter, sage ich mal, die dann mit Rohstoffen gefüllt werden können, beziehungsweise dann refinert werden können und somit dann als refinertes Material dann verkauft werden kann. Es gibt ja unterschiedliche Schiffe, wie zum Beispiel die Starfarer, die hat ja auch eine Refinery drin, aber die ist natürlich spezialisiert auf Treibstoff und die Expense kann dann letztendlich alles herstellen oder alles verarbeiten, was dann dort durch eine Prospector oder Mole oder sonst was angeliefert wurde. Das ist ein Schiff, das ist sehr nischig, das muss man mögen, das ist ein spezielles Gameplay, das ist auch nicht für jeden was, aber ich glaube, in so einem Kreislauf, der mit Mining zu tun hat und mit Handel, ist so ein Schiff eine sehr gute Investition und ist ein Einsteigerschiff, was wir hier bekommen und schließt, wie gesagt, so ein bisschen die Lücke, wo wir vorher mit der Prospector oder so dann zur Refinery fliegen mussten. Das müssen wir dann halt jetzt nicht mehr machen. Wir lassen uns das abholen und gut und können dann dort vor Ort weiter minern. Ich bin mir nicht sicher, ob wir diese Beutel dann letztendlich wirklich nur an so ein Schiff wie die Expense loswerden können oder ob da jetzt zum Beispiel auch ein normales Transportschiff ankommen kann, diese Beutel aufnehmen kann und dann zu einer Refinery bringen kann und dort dann in die Refinery einspeisen kann. Das weiß ich nicht, das wurde jetzt hier nicht gesagt. Oder ob wir wirklich über so ein Schiff gehen müssen, das warten wir einfach mal ab. Wir werden uns das Schiff auf jeden Fall angucken und ich werde euch da immer auf dem Laufenden halten, sobald es da Neuigkeiten gibt. Im zweiten Teil dieser letzten Episode gab es dann den Alpha 3.17 Patch Report und hier werden über viele neue Features, Updates und Fehlerkorrekturen berichtet. Als erstes geht es natürlich um das große neue Feature, das Refueling, das Betanken, was mit der Starfarer hier als erste Iteration ins Verse kommt. Und hier wird auch wieder so ein bisschen beschrieben, wie das Ganze dann funktioniert. Aber Freunde, wie gesagt, das schauen wir uns dann live im Spiel an und das ist ein bisschen einfacher. Eine Sache kann ich euch aber hier schon mal mitgeben. Ihr müsst, wenn ihr betankt, so ein bisschen den Fluss des Treibstoffs beachten, denn wenn ihr das nicht macht, kann es halt sein, dass euch der Arm flöten geht, ne, und somit euer Schiff dann kaputt ist. Und ich glaube, meine zu wissen, dass dieser gerade nicht repariert werden kann. Also seid hier vorsichtig. Aber wie gesagt, das gucken wir uns alles in-game nochmal live an. I'm talking about weapons. Maybe the biggest feature of Alpha 3.17 is the dynamite combination of loot generation update. Dann ein weiterer sehr großer Meilenstein der 3.17 ist das Finden von neuen Loot-Gegenständen, die jetzt wirklich von irgendwelchen Standardsachen bis wirklich wertvollen Dingen wie irgendwelchen Subscriber-Items gefunden werden können. Und das Schöne, sie können dann jetzt auch an den bestimmten Orten verkauft werden. Und das ist wirklich eine sehr, sehr tolle Neuerung, wie ich finde. Fantastic fabled frontiers of favor and finance. I'm gonna get fired. Or maybe the biggest. Und auch eine große kleine Neuerung hier in der 3.17 ist die erste Iteration von Quantum. Und zwar wird das jetzt maßgeblich entscheiden, wie und wo wir was für Reparaturen oder Tankfüllungen bezahlen müssen. Dann gibt es ebenfalls einige Updates zum medizinischen Gameplay, angefangen mit dem Krankenhaus in Lorville Maria Pure of Heart. Viele neue Variationen von Raumstation-Kliniken im ganzen Stanton-System. Dann Balancing und Bugfixes zum Thema Verbluten, dem sofortigen Tod, Verletzungsvarianten dann, wie bereits schon gezeigt, dass Durst, Hunger und auch Verletzungen persistent über die verschiedenen Sessions sind. Hunger and thirst decay rates.
und dass wir ein Crime-Stat bekommen, wenn wir unsere eigene Leiche wegrammen, gehört jetzt ebenfalls der Vergangenheit an. Dann ebenfalls auch schon angeguckt das neue DNA-Head-Update. Wir bekommen viel texturiertere Haut und feuchte Augen. Moist eyeballs. Und wie bereits vorhin auch schon im Patchwatch erwähnt, bekommen viele Waffen jetzt ein besseres Handling bzw. eine bessere und realistischere Animation. Dann ebenfalls bereits im Patchwatch erwähnt das neue Turmbeschleunigungsmodell, was hier mit der Alpha 3.17 reinkommt und was wir uns selbstverständlich auch noch angucken werden. Dann die Clusterraketen, die Bodenfahrzeuge und auch alles Übrige, was wir schon im Patchwatch vorhin uns durchgelesen haben, wird natürlich mit der Alpha 3.17 kommen und wird hier auch nochmal erwähnt. Mining Gadgets. Dann natürlich die Mining Gadgets, die den Spielern in einer Einsteiger-Prospekte erlauben, dann doch größere Steine und wertvollere Fracht mitzunehmen als zuvor. Loadout and intent went out in the cold wastes, just you and your big rocks. Und auch die Wolkentechnologie geht einen weiteren Schritt voran, und zwar bekommen wir Wolken auf Hurston. Und selbstverständlich kommt mit der Alpha 3.17 auch die Hull A ins Verse, das erste der fünf verschiedenen Hull-Varianten vom Musashi Industrial and Starflight Concern. Ein Schiff, was für Einsteiger im Transportwesen gedacht ist und für ihre Größe eine Menge an Standard-Cargo-Units mit sich führen kann. Note, if I didn't just talk about how adorable it is and wanting to hug it, someone made me re-record this. Und wenn wir damit fertig sind, die Hull A durchs Verse zu jagen, besuchen wir doch einfach mal den ersten Fluss auf Mycotech, der jetzt ebenfalls mit der 3.17 reingekommen ist. Und natürlich eins der größten Feature in der Alpha 3.17 ist, dass wir jetzt endlich einen Knopf für die Anfrage zum Landen und Starten belegen können. It's so beautiful. Hey everybody, welcome to Star Citizen Live, the Actor Feature Team Q&A. I'm your host, Jared Huckabee. Kommen wir zum Star Citizen Live von dieser Woche, von gestern. Und zwar war das Actor Feature Team bei Jared Huckabee zu Gast in der Show und beantwortete Fragen rund um den Spielercharakter. Es kamen interessante Fragen zu Waffen, zu irgendwelchen medizinischen Geräten, zu Dingen, die mit dem Charakter interagieren, wie zum Beispiel den Trolley. Und es war wieder eine wirklich sehr, sehr interessante Stunde, wo ich hoffe, dass uns unser lieber Korrespondent und den Kahn das Ganze natürlich dann erst bis in 2 Wochen übersetzt. Eine sehr interessante Frage fand ich, was ist denn jetzt eigentlich mit so Waffen an den privaten Klamotten, ne? Dass man mal so ein bisschen so wie Han Solo rumrennen kann. Und da kann ich euch versprechen, da sind sie dran, das wird kommen. Es ist halt noch so ein kleines Problem, was das Design betrifft, denn wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir schon sehr, sehr viele verschiedene zivile Klamotten im Verse haben, müssen dann natürlich die Designer irgendwie eine Lösung finden, dass wenn man da einen Gürtel mit einer Waffe wie auch immer dran packt, ob es ein Holster ist oder irgendwie an der Hose, dann muss das Ganze natürlich auch einigermaßen für vernünftig aussehen und nicht irgendwie komisch rumklippen. Und da sind sie halt noch so ein bisschen dran. Aber das ist nur eine der interessanten Fragen gewesen. Es waren auch noch ein paar andere, die wirklich sehr, sehr spannend waren. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall in 2 Wochen drauf freuen. Und das soll es auch gewesen sein für diese Woche. Wie gesagt, nächste Woche gibt es keine Verse News. Da ist Ostereiersuchen angesagt. Aber in 2 Wochen sehen wir und hören wir uns dann wieder. Und ich bin mal gespannt, was wir dann von Cloud Imperium Games alles so an Neuigkeiten präsentiert bekommen. Bis dahin wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende. Wir machen natürlich weiter mit den Inhalten des PTUs der 3.17, wo ihr euch noch die ganze Woche drauf freuen könnt. Und wenn wir uns nicht mal hören sollten, dann wünsche ich euch an dieser Stelle auf jeden Fall erstmal schon mal schöne Ostern und wunderbar große bemalte Eier. Freunde, macht's gut, bis dahin, tschüss.